Playgirl. Ein junges Mädchen unserer Zeit auf der Suche nach Liebe und Leben. Geben Sie mir einen Kuss. Fabelhaftes Mädchen. Äußerlich natürlich. Innerlich total verrückt, wie Sie schon sagten. Sie hat mich, so wie wir allein waren, sofort aufgefordert, Sie zu küssen. Was wird hier eigentlich gespielt? Nichts, Schätzchen. Sie erzählt von ihren Reisen, die sie gemacht hat. Und wer hat die bezahlt? Playgirl. Ein moderner Begriff, bei dem die einen entsetzt protestieren und die anderen beifällig schmunzeln. Eigentlich bist du ja ein sehr hübsches Mädchen. Immer noch voller Überraschung. Mami nackt gebadet. Wieder stellt Wildtremper freimütig ein zeitgemäßes Thema zur Debatte. Playgirl. Was geht's? Jetzt gehst du schlafen. Und du? Du bist ein Aas. Wo nehmen Sie eigentlich so schnell all die Freunde her? Freunde fliegen mit zu wie einem Straßenköter die Flöhe. Mann, ist die eine Klasse. Playgirl, ein Spiegelbild unserer sexbetonten Zeit. Irgendwie ist sie nur an sich selbst verliebt. Ist Sex allein Trumpf oder hat das Herz immer noch seinen besonderen Wert auf dieser Welt? Ich würde sie heiraten. Sie sind verrückt. Ich kenne solche Mädchen. Ich will sie mit dem ersten Besten betrügen, auf den sie gerade Lust hat. Ich träum von Mr. Unbekannt. Sein Namen hat er nie genannt. Und wo er wohnt, ich weiß es nicht. Doch wunderbar ist sein Gesicht. Ich liebe dich. Vielleicht liebe ich dich auch nicht, ich weiß nicht. Jedenfalls bin ich wahnsinnig gern mit dir zusammen. Du bist nicht glücklich, was? Es gibt keine unglückliche Liebe. Es gibt nur falsche Leben. Ich habe mich eben in den Falschen verliebt. Sie werden das in Ihrem späteren Leben bereuen. Glauben Sie mir, eine Frau wie Sie ist einfach nicht geschaffen, zu Hause zu sitzen, auf Ihren Mann zu warten, Kinder zu kriegen und auf die nächste Gehaltserhöhung zu warten. Sie nicht. Ein Mädchen zwischen Sex und Herz. In den Hauptrollen Eva Renzi, die mit diesem Film ihren Hollywood-Start begann. Paul Hubschmidt, Harald Leibniz und Umberto Orsini, ein junges Talent vor seiner internationalen Karriere. Was liebst du mit mir? Glaubst du, kannst wiederkommen und Küsschen geben? Ich denke gar nicht daran. Feierabend. Das war die Melodie. Ich muss jetzt nach Haus. Das war die Melodie. Gleich fliegt ihr beide raus. Ah, wo bist du gewesen, du Scheißkerl, du? Was heißt weg, immer weg? Das soll die Kundschaft bedienen. Ja schon. Du bist entlassen? Ah, die Dame steckt dahinter, natürlich. Feine Gesellschaft. Die Welt ist voller Überraschungen. Deswegen hast du mich gestern warten lassen. Alexandra! Alexandra! Komm schon! Ein Mädchen für alle oder doch nur für einen? Playgirl. In Kürze hier.